Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rival Stars. Auf geht es in die nächste Runde. Was haben wir denn Schönes Neues am Markt? Oh, ein schickes Fuchsi. Also im Moment sind unheimlich viele Füchse am Markt. Ich habe sowieso das... Wow. Das ist natürlich auch ein hübsches Tier. Ich habe sowieso das Gefühl, dass ich die Farbe der Pferde auf dem Markt immer nach dem Prestige-Level richtet, was man gerade hat. Ich kann mich täuschen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl. Wie viel müssen wir eigentlich noch zurücklegen an Strecke? Boah, 37. Wir haben nur so wenig zurückgelegt in den letzten beiden Folgen, nur 8000. Das ist hart. Vielleicht sollten wir doch mal ein ganz langes Rennen reiten. 2600, aber das bringt nie so viel Geld. Dann machen wir erstmal das 1400er. Wo wir mehr Geld kriegen können. Oh, Kadi, du bist so geldgeil. Machen wir erstmal das Rennen und dann können wir ja mal gucken. Wenn wir in Queen Victoria Park auch mal ein ganz langes bekommen, dann können wir das ja auch mal machen. So, Startbox 10. So. Gerade noch so ein guter Start. Bom, zack, ab an die Rails. Rira Rails. Dann wollen wir doch mal hier. So, 1000 Meter noch to go. Etwas mehr. 1000 Meter jetzt. Zu spät. Mal gucken, mal hinter uns ist ein Pferd. Das sieht so ein bisschen aus wie Funny Detail. War es Funny Detail? Oh, ich bin so schlecht mit Namen, das glaubt ihr gar nicht. I have to rückrichtig the Mikro. So. Knappe 600 Meter noch, beziehungsweise jetzt 500 Meter noch to go. Das läuft doch eigentlich ganz gut, hätte ich gesagt. Guck mal, ich muss ehrlich sagen, Sapphire Aces mag ich auch gerne, aber es ist nicht mein Favorit. So rein vom Aussehen. Weil es ist mir einfach, also die Startziellinie ist mega cool, aber die Gegengerade ist mir einfach ein bisschen zu kahl. Aber am allerwenigsten mag ich die Rennen im zweiten. Was ist das nochmal? Was ist nochmal das zweite? Ich muss gleich nochmal unseren Hengst. Sewell Meadows. Ich finde das so fies. Ich finde das überhaupt nicht schön zu reiten. Weil das in meinen Augen so hässlich aussieht. So, wir gucken uns gleich mal das neue Fohlen an. Aber Destiny Duke werden wir jetzt auch nochmal eben kurz besuchen und füttern. So, der kleine Mann soll ja auch mal irgendwann einziehen. Wie gesagt, hier 10. Nee, er ist ja gar nicht 10, er ist ja 9. Och, ich hatte beim letzten Mal gedacht, er wäre 10. Verdammte Hacke. Ja gut, aber was kriegen wir denn für ein Fohlen von Painted Rose? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir es behalten. Es ist sowieso keine Special-Farbe. Sowieso keine Special-Farbe. Leider, leider. Also es ist eine hübsche Farbe. Es ist sogar eine sehr hübsche Farbe. Gefällt mir gut. Versteht mich nicht falsch. Es ist fast schon so ein bisschen sooty. Aber, sie ist halt nur Stufe 6. So schön sie auch ist. So schön sie auch ist. Aber das macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Sind wir ehrlich. Und deswegen möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr großartig mit Dings züchten. Mit Painted Rose, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Leider, leider. Today's Myth. Today's Myth möchte ich jetzt ganz gerne einmal decken lassen. Und zwar... Da ist sie. Von Pony Popcorn. 40%ige Chance, eine Stufe 9er Pferd zu bekommen. Stufe 9er Palomino wäre schon was sehr, sehr Schickes, muss ich sagen. Okay. Und heute reiten wir jetzt, wie gesagt, nochmal ein paar Rennen mit Lovely Legend. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Boah, das nehmen wir mit für 612. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass wir heute nochmal so viel mit ihr reiten. Aber ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne sie wirklich Richtung 40 trainieren.
Da ich aber jetzt heute erstmal die letzte Folge oder jetzt am Stück die letzte Folge aufnehme und dann erstmal noch anderes aufnehmen werde, kann ich sie jetzt heute am Ende der Folge decken lassen von ihrem eigenen Sohn. Naja, wie gesagt, es ist ja nichts Schlimmes in dem Spiel hier Inzucht. Das hat ja zum Glück keine Auswirkungen. Ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, es ist tatsächlich gar nicht so unüblich in der Pferdezucht auch bis zu einem gewissen Maße durchaus mal Inzucht zu betreiben, wenn man jetzt auf irgendwas Spezielles selektieren möchte. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht unbedingt so extrem tragisch, wenn das jetzt einmal vorkommt, aber man sollte es halt nicht immer und immer und immer wieder machen, weil dann ist es halt zu viel. Dann gibt es halt wirklich irgendwann genetische Schäden und Probleme. So. Aber da bin ich tatsächlich nicht so im Thema drin. Ich habe mich mit Pferdezucht nie so großartig beschäftigt. Warum auch? Es ist für mich sowieso utopisch. Schon immer gewesen. Deswegen habe ich mich da einfach nie so richtig mit beschäftigt. Ich wusste zwar, was jetzt gerade so in dem Zeitpunkt, wo ich die Springturniere geguckt habe im Fernsehen, wer da so die Top-Vererber waren und wer von wem und wie auch immer. Aber das schon. Aber, oh, guck mal, sie ist gerade 39 geworden. Ja, cool, dann kriegen wir sie ja sogar noch auf 40 heute. Ja, krass. Das ist doch mal eine schöne Sache. Also da habe ich dann schon relativ gut Bescheid gewusst, tatsächlich. Aber wie gesagt, wie jetzt die Zucht genau vonstatten läuft und wie man das da am besten macht, wie gesagt, das war halt nie meins, weil warum auch? So, 2600. Ich habe gesagt, wir machen hier heute einmal ein langes Rennen und das machen wir jetzt auch. Das reiten wir jetzt hier. Das ist schon ziemlich lang. Das ist schon ein ziemlich langes Rennen, was jetzt Lovely Legend hier an dieser Stelle laufen muss. Startbox 2 ist ihre. Das finde ich gut. Das sieht schon mal lecker aus. Damit kann ich was anfangen. Schöner Start. Oh, guckt euch mal diese krassen Tribünen an. Und so Eintrittskarten bei den Pferderennen sind auch nicht günstig. Ich würde ja auch gerne mal zuschauen. Die nächste Rennbahn von mir, die nächstgelegene, müsste Köln-Weidenpesch sein. Das ist ja auch die Heimrennbahn, soweit ich weiß, gewesen von Silvery Moon, der aber mittlerweile ja keine Rennen mehr geht, sondern zum Reitpferd ausgebildet wurde und sogar recht gute Bohlen schon gebracht hat in puncto Dressur und Springen, soweit ich weiß. Also der ist auf jeden Fall, wenn man sich das mal anguckt, wenn ihr mal Silvery Moon anschaut bei YouTube, der läuft so fein. Der ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Rennpferde eben nicht komplett alle durch sind, wenn sie von der Bahn kommen, sondern dass, wenn ein Pferd gescheit behandelt wird bei Pferderennen, dass es auch danach noch ein normales Pferd ist und auch noch normal als Reitpferd geritten werden kann. Das ist halt immer so. Aber auch da gibt es schwarze Schafe, genauso auch wie mit jedem anderen Sport und der Freizeitreiterei auch. So, läuft doch soweit. Läuft doch soweit eigentlich gut. Also ich hab ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin niemand, der jetzt konsequent sagt, boah, Pferderennen sind scheiße. Weil, finde ich gar nicht mal unbedingt. Es läuft einfach nur. Ein Pferd ist ein Tier, was viel Bewegung braucht und es läuft halt einfach nur. Von daher ist es von der Fortbewegung und von der Bewegung her eigentlich so ziemlich das Natürlichste, was es gibt. Ich habe tatsächlich auch lange der Sache kritisch gegenübergestanden wegen dem frühen Einreiten. Habe mich dann aber mal damit beschäftigt. Klar, da kann man auch viel erzählen, aber ich glaube das tatsächlich eigentlich schon, dass er entsprechend geröntgt wird, die Pferde auf Frühentwicklung gezüchtet werden und erst geröntgt wird, bevor man guckt, kann das Pferd den Jockey schon tragen, weil man sich ja sein schweineteures Pferd nicht kaputt reiten möchte. Man will ja damit auch noch wieder Geld reinholen. So gesehen macht es eigentlich sogar Sinn, dass sie super behandelt werden. Weil man will ja, dass das Pferd möglichst viel Geld wieder reinbringt. So. Gut, reiten wir noch ein kurz. Ja, das hier bringt mehr. Das bringt mehr Geld als das lange. So, dann reiten wir das nämlich jetzt auch noch. Haha, dann ist nämlich Lovely Legend Level 40. Dann haben wir auch diesen kleinen Meilenstein erreicht.
Das ist doch eine coole. Nein! Es tut mir leid. Ich habe es übersprungen. Es tut mir so leid. Das ist so drin, weil ich das so oft gemacht habe bei den Pferden, wenn ich im Off einfach nur irgendwelche Pferde trainieren wollte oder eine gewisse Distanz zurücklegen wollte, dann habe ich das so oft so gemacht. Und das habe ich jetzt echt total verpeilt. Es tut mir leid. Ja, Lovely Legend ist jetzt aber auf jeden Fall Level 40. Damit haben wir diese Quest auch abgeschlossen. Guck mal hier überall, 193. Oh. Was ein schickes Pferdchen hier. Wie viel müssen wir hier noch zurücklegen? 30.800. Das wird bis zum nächsten Mal auch abgeschlossen sein, aber mit anderen Pferden. Vor den großen Rennen müssen wir noch ein paar Trainingseinheiten einschieben. Mensch, ich bin total nervös. Ich habe viele große Events wie dieses gesehen, Trenton. Wir werden das schon schaukeln. Du hast erstaunliche Arbeit geleistet. Danke, Francis. Das bedeutet mir viel. Ja, hier mal ein bisschen Mut machen. Das packen wir schon. Wir haben noch wieder was Neues am Markt. Aber nichts super Sonderspecial Interessantes. Kann ich hier nochmal die Box aufwerten? Das gibt's doch nicht. Dass wir keine Stahlträger mehr haben. Holz, Schrauben, Hammer. Da haben wir nochmal 3 Stück. Muss ich zwar jedes Mal 1000er zahlen, um das zu aktualisieren. Aber ich glaube, das ist immer noch günstiger, als wenn wir das über den direkten Kauf machen. So, jetzt müsste ich 6 Mal nochmal verbessern können. Weil ich möchte die Box eigentlich fertig verbessert haben, bevor wir hier, züchten. Klar, das geht jetzt nochmal ins Geld, aber das macht nichts. So, brauche ich 2. Oh, direkt nochmal. Das ist natürlich jetzt Glück gewesen. Einmal müsste ich, glaube ich, noch kaufen, damit wir es komplett aufgewertet bekommen. Oder hätte es jetzt egal. Wenn es jetzt schon anders gereicht hätte, ist auch nicht so tragisch. So, jetzt ist die Box auch komplett aufgewertet. Es kann nicht mehr besser werden. Destiny Duke bekommt jetzt noch einmal Futter. Und dann hat er schon mal 5 Bonuspunkte oben überall drauf verteilt. Das ist schon mal schön, wenn wir jetzt einen Betreuer einstellen würden. Wie teuer wäre das? 1,2 fürs Maximum. Ja gut, machen wir mal noch nicht. So, Pferd züchten. Lovely Legend lassen wir decken von Pony Popcorn. 36%ige Chance auf ein Level 10er Pferd, was schon mit Stufe 20 kommt. Gucken wir mal, was passiert. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Also macht's gut. Bis dahin. Tschüss.